Moin Sehung zum Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Game Deck. Wir befinden uns hier in Axis Mundi, also dem Baum der Weisheit, was auch immer dieser Editor für die Sinneswelten von BDI, und sind wir auf einen Fremdling gestoßen. Der Charakter erwachte zum Leben, als ich mich näherte. Ich aktivierte den Codebrecher und ließ ihn diesen jemand untersuchen. Der Codebrecher fördert in diesem NPC eine verschlüsselte Botschaft zutage. Der Weg zur Passage. Grün, gelb, grün. Mach ich das nicht? War es nicht das Erste, was ich probiert habe, und dann bin ich wieder nach Hause gekommen? Was ist das? Einer der NPCs aus der Simulation. Offenbar hat Eleanora ihn aus dem NPC-Archiv heruntergeladen und einen Hinweis eingebettet. Für dich. Wieso hat sie den Hinweis nicht in dich eingebettet? Ich glaube, sie hat die Informationen aus Sicherheitsgründen aufgeteilt. Eine Vielzahl an Informationen an ein und demselben Ort könnte abgefangen und anschließend gelöscht oder verändert werden. Diese Art von Vorsichtsmaßnahmen macht Sinn. Ich traue dir, dass du Eleanora trotz dieser Schwierigkeiten finden wirst. Ja, sprechen ist nicht mehr, ne? Puh. Also, grün, gelb, grün. Hier gibt es halt kein Geld. Das ist halt schon mal problematisch. Da funktioniert das nur, wenn ich von meinem Hauptknoten aus losgehe. Ist schon wieder der Baum. Der Baum roch wie ein Sturm. Jeder Zweig schien elektrisch aufgeladen zu sein. Als ich mich dem Baum näherte, raschelten seine Blätter. Als konnte er meine Anwesenheit spüren. Okay. Achso, warte mal, kann ich hier einen Codebrecher benutzen? Codebrecher benutzen? Nee, irgendwie, nee. Grün, gelb, grün geht nicht. Dann versuche ich mal nach Hause zu kommen. Ne, hier bin ich auch nicht zu Hause. Und jetzt komme ich wieder beim Baum an, ne? Also irgendwie, hä? Entweder ich habe was komplett falsch gemacht.
Ich verstehe das gerade gar nicht irgendwie. Wie komme ich denn wieder nach Hause? Indem ich irgendwas Unsinniges eingebe, ne? So, jetzt bin ich hier wieder zu Hause angekommen. So, dann versuchen wir mal grün, gelb, grün. So, einmal grün. Ach, muss ich. Moment mal. Das probieren wir gleich mal aus. So, ich will mal mit dem Wiegeist reden. Weg zur Passage. Du hast erwähnt, dass du die Passage gesehen hast. Wie gelange ich dorthin? Du kannst den Pfad kodieren, indem du die Monolithen in den Kammern berührst. Dazu musst du eine bestimmte Farbreihenfolge einhalten. Dieser Vers hilft dir. Höre auf dein Bauchgefühl und vergeude keine Energie. Inspiration, Optimismus, redselig, Energie. Offenes Ohr. Aber dann ist es doch ganz anders, oder? Zuhören ist ein offenes Ort. Ist ein offenes Ohr, meine ich. Energie ist gelb. Höre auf dein Bauchgefühl. Und vergeude keine Energie. Empathie. Soll Empathie Bauchgefühl sein? Okay, ich probiere mal grün, grün, gelb. Dieser Hinweis sollte ziemlich eindeutig sein. Er steht im Zusammenhang mit den Farben der Aspekte. Du kennst sie doch, nicht wahr? Ich verstehe nicht. Ich habe noch nie von Aspekten gehört. Farben, klar, aus der Typologie. Sie ist im freien Europa durchaus bekannt. Oh, vielleicht habe ich zu viel gesagt. Früher oder später wirst du sehen, was ich meine. Du erstellst den korrekten Pfad, indem du die Monolithen nach jener Farbfolge kodierst, auf die Aspekte in diesem Vers hindeuten. Das ist doch. Nee, wo ist denn das? Das Labyrinth? Höre auf dein. Also zuhören. Das offenes Ohr. Bauchgefühl und Energie ist gelb. Also es ist entweder grün, grün, gelb oder grün, gelb, gelb. Okay, ich probiere mal grün, grün, gelb.
Also grün, grün, gelb ist es nicht. Dann ist es grün, gelb, gelb. Irgendwas ist hier schief gelaufen auf jeden Fall. Dann eigentlich immer am selben raus. Ich versuche noch mal nach Hause zurückzukehren und dann mal zu schauen. Gibt's gar nichts. Wie kann denn das sein? Achso, weil Geld nach hier drüben führt. Gelb, okay. Und noch mal gelb, bitte. Schon wieder beim Fremdling. Ein weiterer NPC. Hatte er etwa auch einen Hinweis von Eleanora für mich? Ich aktivierte den Codebrecher und ließ ihn diesen jemand untersuchen. Grün, gelb, grün angeblich. Okay, der Codebrecher förderte grün, gelb, grün. Das habe ich doch ausprobiert und es ging nicht. So, grün. Ich finde es halt super strange. Ich kann die richtige Farbfolge nicht eingeben. Okay, das Spiel hat die Geduld mit mir verloren, so langsam. Es gibt mir jetzt jedes Mal den Hinweis. Yeah.
Ah, da ist das Fahrzeug. Okay. Doch noch geschafft irgendwie. Die lange schnurgerade Straße führte bis zum Horizont. Ich konnte ihr Ende nicht erkennen, da sie sich in der flirrenden Luft verlor. Die Straße wurde an dieser Stelle durch eine breite Kluft geteilt. Ich habe den Ort erreicht, von dem du gesprochen hast. Doch ich kann nicht weitergehen. Dieses Hindernis könnte ein Problem sein. Ich bin überrascht. Ich wusste nichts davon. Eleonora meinte, hier gäbe es einen Gegenstand, mit dem man den Dominanzmodus des Codebrechers freischalten könntest. Mit dem du den Dominanzmodus des Codebrechers freischalten könntest. Ist der hier irgendwo? Da kommt ja nur das Auto in Frage. Hinweise, der Abgrund, das Auto. Was denn hier mit Hinweisen? Schwarze Fußspuren führten vom Auto bis zum Abgrund. Dort endeten sie. Die Straße führte über eine breite Kluft. Ich konnte nicht bis zum Grund sehen. Soweit ich das erkennen konnte, existierte er nicht. Okay, cool. Das Fahrzeug war aus einem Spiel importiert worden. Ich vermutete, es war twisted und perverted. Den Geist auf das Auto ansprechen, okay. Was kannst du mir über dieses Auto erzählen? Es ist mein Fahrzeug aus einem anderen Spiel. Ich wollte damit durch die Passage. Ob es wohl von mir, ich meine, Eleonora ist? Äußern mal Hoffnung. Ich hoffe, sie hat es geschafft. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Du musst die Passage durchqueren und den Rand erreichen. Im Auto befindet sich möglicherweise ein Gegenstand, mit dem du den Dominanzmodus des Codebrechers freischalten kannst. Schauen wir unterm Auto nach. Hier waren einige schwarze Pfützen, als wären sie lebendig. Ich streckte meine Hand danach aus. Die Flecken verhielten sich wie Ferrofluid. Stachelige Knollen dehnten sich in Richtung meiner Finger. Dies war die typische grafische Darstellung einer durchbrochenen Firewall. Natürlich gab es hier keine Barriere. Das konnte ich erkennen. Manchmal gab es in Spielengines eine Option, Interferenzen mit den Sicherheitsvorkehrungen anzuzeigen. Sie erschienen als diese Flecken. Alles deutete darauf hin, dass jemand die Firewall zum Schutz dieses Autos durchbrochen hatte. Ich griff nach der Tür, hielt jedoch inne. Fenster, Türen, Heckklappe, Reifen. Alles zu einem Objekt ohne bewegliche Teile verbunden. Meine Beobachtungen verrieten mir, dass der Codebrecher einige Teile im Code des Autos modifiziert hatte. Ich hatte wohl den Parameter zur Erkennung von Kollisionen mit beweglichen Objekten gelöscht. Nun konnte ich mit der Hand ins Auto greifen. Dort lag unterm Sitz habe ich nachgeschaut. Dort lag ein echtes Blatt Papier. Ich faltete es auseinander. Wie geschmeidig Papier doch früher war. Etwas stand darauf geschrieben. Willst du die Galerie finden, suchst du nach Inspiration. Galerie? Was ist denn Galerie? Deine Ungeduld und dein Optimismus werden dir dabei helfen, sie zu finden. Achso, okay. Also Inspiration, Ungeduld, Optimismus. So, Inspiration. Gelb. Rot. Gelb, rot, gelb. Okay. Ich drehte den Zündschlüssel, der Verbrennungsmotor knarrte und ruckelte ein wenig herum, sprang jedoch nicht an. Es gelang mir nur, die Scheinwerfer einzuschalten. Sie leuchteten äußerst schwach. Irgendetwas leuchtete an der Kante des Abgrunds auf. Auf der Beifahrerseite begann ein kleines Licht zu blinken, woraufhin ich das Handschuhfach entdeckte. Es war mir vorhin nicht aufgefallen. Was haben wir denn hier? Ringe, Perücken, Lederhandschuhe, Lippenstift, ein Handspiegel, eine Pistole, eine Schwere aus Metall. Real, was auch immer das hier bedeuten mag. Es war eine Fenris Mark II, ein hübsches Stück von T&P. Ich wollte sie gerade herausziehen, als mir etwas dämmerte. Da die Waffe in diesem Müll lag, musste sie eigentlich Kratzerabdrücke oder Schrammen am Verschluss aufweisen. Gebrauchsspuren eben. Doch diese Kanone schien im perfekten Zustand zu sein. Ich hatte das Gefühl, sie schwebte und stieß nirgendwo an. War das etwa ein Trick? Das probieren wir mal aus. Ich brauche die Waffe wahrscheinlich nicht, ne?
Ich griff nach der Pistole, als ich sie berührte, fuhr mir ein bohrender Schmerz durch Hand und Arm. Dieses Ding war ein Fallenprogramm, so haben sie so etwas bloß gemacht. Ich hatte mir den roten Aspekt verdient. Damit hatte wohl all das zu tun, doch mein Avatar begann zu zerfallen. Ich lud den Codebrecher per Gedankenbefehl und etwas geschah. Als würde der eben erlangte Aspekt absorbiert werden. Fantasierte ich etwa? Das unerfreuliche Gefühl verflog. Ich untersuchte den Codebrecher, er leuchtete rot und schien ein zerstörungswürdiges Ziel zu suchen. Du kannst die Pfade jetzt mit drei Farben kodieren. Dies eröffnet viele neue Möglichkeiten. Denk darüber nach. Der Analysemodus erfordert den blauen Aspekt. Mit ihm erhältst du detaillierte Informationen über diese Welt. Leider weiß ich nicht, wo er sich befindet. Der Pfad zum Rand beginnt mit der Farbe Blau, also musst du den blauen Aspekt für den Codebrecher erlangen. Leider kenne ich die Sequenz nicht, die dich dorthin führt. Eleanora bewahrte sie im Speicher von NPCs auf. Du könntest sie lokalisieren oder es ganz einfach ausprobieren. Okay, danke. Auf Wiedersehen. Hier haben wir einen kleinen Glitch. So, kurze technische Auszeit für mich. Was wollten wir? Wir wollten uns den Glitch angucken, glaube ich, ne? Die Scheinwerfer des Autos beleuchteten etwas, das offenbar über dem Abgrund zu hängen schien. War das etwa ein Bug? Es sah aus wie ein flackerndes Fenster. Durch das Fenster konnte ich Szenen aus verschiedenen Ritualien erkennen. Kürbisse aus Harvest Time, eine Brücke im Mondlicht aus Night's Code, einen Typen im Gimp-Anzug, vermutlich twisted und perverted. Ich konnte den Codebrecher dazu nutzen, eine dieser Szenen anzuhalten. Vielleicht würde sie mich mit der lokalen Welt verbinden. Achso, kann ich an den Baum da erscheinen lassen? Wir gucken mal nach Night's Code rein. Glücklicherweise kam ich ohne die Fähigkeiten eines Codebrechers aus, sondern erteilte ihm Befehle. Was tat ich da eigentlich? Keine Ahnung. Das Ding ist immer wahnsinnig laut. Eine Brücke und sie passte. Der Bug verschwand spurlos. Ich wollte doch zur Galerie. Ja, schon wieder. Na. Wieso überrascht es mich immer noch, wenn Leute überrascht sind? Misstrauen. Feind. Vertrauen, Verbündeter. Hm. Dein Name ist immer noch Jin. Diesmal gaukle ich vor, dass ich überrascht bin. Du bist natürlich wirklich überrascht. Hm. Ja, dieses Treffen überrascht mich tatsächlich. Ich habe einen Bericht über einen Eindringling aus dem Axis Mundi-System erhalten. Was tust du hier? Die Falten rund um die Augen schienen ein fieses Lächeln darzustellen, doch sein Blick selbst war glasig und leidenschaftslos. Wegen der Sehenswürdigkeiten. Dann fragen wir mal, was im Baum der Erkenntnis geschehen ist. Wie wäre es, wenn du mir erstmal erklärst, was während unseres letzten Treffens geschehen ist? Erinnerst du dich an den Baum der Erkenntnis? Du solltest dich an dieses Ereignis nicht erinnern. Es ist ein Fehler. Also können wir uns im Interesse unserer guten Beziehung darauf einigen, dass es nie passiert ist? Das wird alles einfacher machen. Klar. Gut, vergessen wir es. Vielen Dank. Er ist einfach zu beeinflussen. Und jetzt zurück zu meiner Frage. Was tust du hier? Ich suche nach einem bestimmten Diginetz. Er ist Eleanora. Weißt du, wo ich sie finden kann? Allerdings. Warum suchst du nach ihr? Ich erzähle mal von Haggis Auftrag. Ich bin im Auftrag von Direktor Haggis hier. Haggis hat dich hergeschickt. Eine sehr seltsame Entwicklung. Beleben wir den Ort. Ist Teamwork akzeptabel? Akzeptabel? Ich helfe dir, Eleanora zu finden und du tust mir einen Gefallen. Ein Geben und Nehmen. Mal schauen. Sprich. Wir haben in Axis Mundi ein Problem. Und zwar mit Lecks und Rissen. Fehler, die ihr in Sinneswelten führen. Ich habe Mühe, sie zu patchen. Der Nahe sah sich den umgebenden Code an. Sicher hast du einen Riss gefunden und geschlossen. Könntest du die anderen auch schließen? Was bekomme ich dafür? Kommen wir zum Punkt. Wie lautet dein Angebot? Ich lasse dich hier an diesem Ort bleiben, obwohl du eigentlich nicht hier sein solltest. Klingt nach Erpressung.
Ich bin nicht gut im Verhandeln. Sag mal, was du brauchst, dann bekommst du es. Ich brauche Informationen. Erledige den Job, dann werde ich deine Neugier stillen. Du meinst, du hättest Schwierigkeiten, diese Risse zu schließen, könntest du es etwas genauer ausführen? Das sind Ärgernisse, die ständig mit neuen Sicherheitsmaßnahmen wiederkehren. Ich bin nicht sicher, ob ich sie rechtzeitig patchen kann. Und wieso glaubst du dann, dass ich diese Sicherheitsmaßnahmen cracken kann? Weil du aus irgendeinem Grund mit ihnen zurechtkommst. Die schwarze Substanz, die du durchschritten hast, hat einen ähnlichen Code. Okay, ich kann jetzt sagen, dass ich ihm nicht vertraue, ablehnen oder zustimmen. Gut, ich werde es für dich tun. Spitze, ich sage dir, wo sich die Risse befinden. Freude. Ich werde zu dir kommen, sobald du es beendest. Der Narr modifizierte einige Codestellen, die um ihn schwebten. Dir steht eine lange Reise bevor. Mit diesem Gefährt bist du im Nu dort. Viel Glück, Game Deck. Das Verschwinden des Narren musste die Stabilität der beschworenen Brücke beeinflusst haben. Das Bauwerk begann zu zittern. Jetzt komme ich ja nicht mehr zurück zum anderen Teil, das ist natürlich doof. Ich rannte schnell auf die andere Seite. Uff, belastend alles. Standort der zu schließenden Risse, aha, da haben wir es. Der Narr hat mir Zugang zu Pfaden zu drei Rissen verschafft, die ich schließen soll. Ich erreichte sie über die folgenden Farbkombinationen. Gelb-Grün-Gelb, Rot-Grün-Rot und Rot-Gelb-Rot. Das hört sich alles spannend an. Den Pfad zum Rand kodieren, ja, blauen Aspekt beschaffen. Um die Gunst des Narren buhlen, ja, wenn die KI nicht unbedingt gegen mich ist, dann würde mir das hier drin alles erleichtern, glaube ich, ne? Ja, gut, da beschäftigen wir uns dann vielleicht beim nächsten Mal. Ich denke, das ist eine ganz gute Stelle, um die Folge ein bisschen abzukürzen, beziehungsweise zu beenden. Dann steigen wir beim nächsten Mal nicht wieder mittendrin irgendwo ein. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.